Pyramiden sind Lehrbücher. Was lehren sie uns? Sie lehren uns kosmische Daten und Informationen über das gesamte Universum, aber auch unser Sonnensystem und auch unsere Erde. Und runter bis zum kleinsten Atom. Pyramiden sind Lehrbücher. Was lehren sie uns? Sie lehren uns die kosmischen Maße und Informationen über unser gesamtes Sonnensystem, aber weiter noch das gesamte Universum. Und wieder bis zurück zur Erde und zum kleinsten Atom. Wir wollen einmal sehen, ob das stimmt, und beginnen mal mit einem Maß der Cheops-Pyramide, Höhe 147 Meter. Jetzt wird man gleich sagen, nein, die ist nur 138 Meter und so weiter. Nein, früher war sie ursprünglich 147 Meter. Warum betone ich das so? Nun, wenn wir diese 147 Meter mit einer Milliarde multiplizieren, erhalten wir genau den Abstand zwischen Erde und Sonne. Also Pyramide 147 Meter mal eine Milliarde ergibt den Abstand zwischen Erde und Sonne. Dieser Abstand von Erde zu Sonne beträgt 147 Millionen Kilometer. Deshalb ist die Pyramide, die Cheops, oder war sie, 147 Meter hoch. Jetzt wird man sich natürlich fragen, warum 147 Millionen Kilometer? Es gibt doch hier die Lehre, dass die Sonne 152 Millionen Kilometer entfernt ist oder 149. Ja, meine Lieben, da kann man wirklich nur die Genialität dieser Bauweise der Cheops bewundern. Es sind 147 Millionen Kilometer. Aber es sind auch 152 Millionen. Es sind auch 149 Millionen. Aber auf jeden Fall 147 Millionen. Warum ist das so? Nun, weil die Erde die Sonne nicht in einer exakten kreisrunden Bahn umkreist, sondern in einer Ellipse. Ellipse. Und die ist ja oval. Und dadurch ist der Abstand zwischen Erde und Sonne nicht immer vollkommen gleich. Aber in der höchsten Sonnennähe, das ist genial, meine Lieben, beträgt der Abstand 147 Millionen Kilometer. Die Höhe der Cheops. Was verrät uns die Cheops noch? Den Abstand der Breitengrade oder Breitenkreise auf Erden. Abstand zweier Breitenkreise, genau 600 Mal so groß wie die Dreieckshöhe der Seitenfläche der Cheops-Pyramide. Die Pyramide zeigt sogar, wenn wir die Kantenlängen in richtigem Verhältnis setzen, eine Sekunde der Lichtgeschwindigkeit in unserem System an. Nun lehrt ja das Buch des Lichts, die Lichtgeschwindigkeit ist nicht das Absolute, das stimmt. Aber so wie das Licht in unserem System die Entfernung, die es in einer Sekunde zurücklegt und die damit verbundene Geschwindigkeit, die wird zum Beispiel gelehrt in dem Verhältnis der Kantenlängen zur Pyramide. Das würde aber jetzt hier zu detailliert werden. Wer sich dafür interessiert, der möge mich kontaktieren, den kann ich dann Daten liefern. Hier nur mal angedeutet, das Volumenverhältnis Erde zu Sonne ist gleich dem Verhältnis der Grundkantenlänge S zur Strecke einer Lichtsekunde. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend oder zu detailliert. Aber wie gesagt, meldet euch dann bei mir, dann können wir darüber im Detail kommunizieren. Das hat aber auch zu tun mit dem Verhältnis der Cheops zu Himmelskörpern wie Saturn oder Pluto. Ja? Diese beiden ergeben dann diese Daten, wenn man die richtig und zwar integral differentialmäßig berechnet. Das ist reine hohe Mathematik. Schauen wir uns mal die Chephren- oder Khefren-Pyramide an. Nicht? Das ist ja eine zweite große Pyramide. Gibt's da sowas Ähnliches? Lehrt die auch was? Nun, wir können sagen, dass die Volumina
der Cheops und der Chephren im selben Verhältnis zueinander stehen, wie die Volumina des Planeten Erde und Venus. Da gibt es dann auch mathematische Formeln, die das belegen. Naja, das würde dann natürlich jetzt wieder detailliert werden, ja? Volumen Cheops zu Volumen Chephren oder Chephren gleich 1 Drittel mal 230,364 im Quadrat mal 146,59 im Kubikmeter, dann durch 1 Drittel mal 215,262 im Quadrat mal 143 mal 70 Kubikmeter ergibt 1,1683. Und dann haben wir eine andere Gleichung, in der das Volumen der Erde mit dem Volumen der Venus verglichen wird. Und da haben wir dann auch ganz klar diese Ergebnisse. 1,1672 kommt dann raus. Das jetzt verglichen mit der Kantenlänge der Chephren zum Beispiel zu den Planeten ergibt halt dieses. Diese Zahlen ergibt das, ja? Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen zu, oder ist es ein bisschen zu detailliert geworden, aber ich will es ja nur mal andeuten, man kann ja dann in dieser Richtung weiter forschen. Wir haben nämlich da eine Zuordnung, Cheops-Pyramide, Erde, Chephren-Pyramide, Venus. Und man muss ja wissen, dass die Venus, rein physisch jetzt mal gesehen, wir wissen natürlich, das ist ein Planet, der Körper eines Planetenengels, aber sie liegt nicht oder gehört nicht zu irgendeinem der übrigen 8 Planeten unseres Sonnensystems, ja, sondern sie ist auf benachbarter Planetenbahn sozusagen zur Sonne hin, wenn man es genau nimmt. Der nächste Nachbar wäre in entgegengesetzter Richtung der Mars, ja, auf dem wieder Leben sein wird, wie es einmal war. Und darauf bezieht sich eine solche Gleichung. Um aber das zu verstehen, muss man natürlich ein bisschen etwas von höherer Mathematik integral, differential verstehen. Wenden wir uns einer anderen Pyramide zu. Mykerinos. Mykerinos-Pyramide. Dritte Pyramide. Da finden wir etwas sehr Interessantes. Die Erde ist ja der dritte Planet, sagen wir jetzt mal, und Venus der zweite im Sonnensystem, wenn wir das jetzt vergleichend nehmen, ja? Erster Planet wäre Merkur, der ist ja kleiner als die beiden anderen. Kann man nun diese Mykerinos-Pyramide dem Merkur zuordnen? Dann wäre es so, dass die drei großen Pyramiden in ihrer Reihenfolge, jetzt bitte hergehört, genau den ersten drei Planeten unseres Sonnensystems entsprechen. Sind diese drei Pyramiden drei Planeten und deren Maße unter anderem? Wenn ich nämlich die Gleichung ersetze, Gleichung 2, wenn ich da die Volumina von Chephren-Pyramide und Venus durch die Volumina von Mykerinos-Pyramide und Merkur ersetze, dann wird man sehen, dass die Grundkante der dritten Pyramide aus diesem Ergebnis 89 Meter lang sein muss. Und tatsächlich entspricht das ungefähr der Länge. Natürlich hat man gesehen, jetzt kommt wieder das Problem, ist 105,5 Meter. Ich habe doch gerade gesagt 89, genau 89,1 Meter. Warum 105,5 Meter? Ihr kennt die Antwort bereits. Es handelt sich eben um den Brennpunkt. Es ist kein vollkommener Kreis. Es ist eine Ellipse, Bahnenellipse sozusagen, um die sich die Planeten um die Sonne bewegen. Und daher diese verschiedenen Data. Das sind dann eben große und kleine Bahnhalbachsen, sag ich mal. Einen sonnennahen Punkt, nennen wir ihn Perihel, und einen sonnenfernen Punkt, Aphel, ja? Und deshalb muss man sich diese Planetenbahnen genauer ansehen und davon ein bisschen etwas verstehen. Es sind keine Kreisbahnen,
um die Sonne, sondern Ellipsenbahnen. Und der Zentralkörper der Sonne ist auch nicht genau in der Mitte der Ellipse, sondern, ja, in einem der beiden Brennpunkte. Das hat ja Kepler schon erkannt und gesehen in seinem ersten Keplerschen Gesetz. Er sagt ganz klar, dass die Planeten sich manchmal näher zur Sonne hin bewegen und manchmal weiter weg davon stehen. Jetzt könnte man sagen, das ist auf Erden der Grund für die Jahreszeiten. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nun gut, aber das ist ein anderes Thema. Unter anderem haben die Jahreszeiten zu tun mit der Neigung der Erdachse zur wechselnden Sonnenrichtung, aber lehrt das Buch des Lichts eigentlich auch nicht, denn es hat auch zu tun mit der eigenen Erdwärme, die also variiert, von der Erde selbst kommt, und die Sonnenwärme hat damit sehr wenig zu tun, sondern das ist eine Interaktion dieser beiden Wesenheiten, kann man sagen. Also nochmal, wir haben einen nahesten Punkt der Planetenbahn zum zentralen Himmelskörper, den ich jetzt mal Sonne nenne. Das ist ein Perihel. Dann haben wir einen entferntesten, das ist ein Aphel. Ja? Und dann kann man natürlich, wenn ich das mal jetzt in eine Formel einsetze, meine Lieben, also wenn ich diese Aphel-Distanz als Q bezeichne und dann Cheops und Mykerinos diese Entfernungen mit S, ja, dann komme ich auf eine Formel, die ganz interessant ist. Und das betrifft, meine Lieben, das S, die Grundkantenlänge S, nenne ich es mal, ja, von Cheops und Mykerinos Pyramide. Ich lese euch jetzt mal eine Formel vor. S Cheops durch S Mykerinos entspricht oder ist gleich Q Erde durch Q Merkur. Also, das ist die Apelldistanz, Q, ja? Entfernung von der Sonne zum Apell, also zum entferntesten Punkt sozusagen des Planeten, ja? Ich hoffe, ich drücke mich klar aus. Ich versuch's mal ganz langsam. Das bedeutet also, die Grundkantenlänge S, ja, Grundkantenlänge S von Cheops und Mykerinos Pyramide. Diese beiden Längen stehen in demselben Verhältnis zueinander wie die Apelldistanzen Q bei Erde und Merkur. Man kann also sagen, meine Lieben, dass die drei großen Pyramiden in Gizeh in der Reihenfolge Mykerinos, Kefren und Cheops-Pyramide den inneren drei Planeten unseres Sonnensystems zuzuordnen sind. Merkur, Venus, Erde.